Uff, Alter. Ja. Alter, das war mir aber nochmal. Es musste natürlich nochmal so knapp werden, ne? Klar. Alter. Aber es hat doch noch geklappt in der Folge. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Kena Bridge of Spirits auf dem PC in der 17. Folge. Ich glaube nicht, was für ein Aufwand war, dass wir jetzt hier wieder stehen. Ich hatte in der Zwischenzeit meinen PC nämlich noch aufgesetzt und wie sich rausgestellt hat, speichert Kena die Spielstanddaten ausschließlich lokal auf dem PC. Ja, die waren dann dementsprechend weg. Ich habe den PC ja formatiert. Was habe ich also gemacht? Ich habe bis zu diesem Punkt nochmal gespielt, habe meine Skillpunkte ein bisschen anders diesmal auch verteilt, habe glaube ich, ich weiß gar nicht, ob ich mehr Rots oder weniger Rots diesmal gefunden habe. Ich habe auf jeden Fall an einigen Stellen welche gefunden, wo ich letztes Mal keine gefunden hatte. Ich glaube, ich habe auch was übersehen. Ich wollte einfach nur schnell wieder zu diesem Punkt, der uns letztes Mal noch ziemliches Kopfzerbrechen bereitet hat, weil wir gar keinen Plan hatten, wie wir diesen Gegner klatschen sollen. Aber jetzt habe ich einen anderen Skill irgendwie, der das Ganze ziemlich einfach macht. Und zwar, wenn ich jetzt einen Pfeil ziehe und diesen Knopf drücke, dann haben wir Zeitlupe. Und dadurch kann man wesentlich leichter diese Punkte treffen. Und dann war ich wieder hier an dieser Stelle und habe gedacht, okay, jetzt gucken wir mal, wie wir das Kampfsystem mittlerweile drauf haben. Und habe ihn einfach First Try besiegt. Weil ich das aber leider nicht aufgenommen habe, habe ich es natürlich nicht gespeichert, damit wir das jetzt hier in der Aufnahme nochmal machen. Und ich hoffe natürlich, dass wir jetzt in dieser Folge das auch wieder hinkriegen. Ja? Das wäre ganz nice. Dann könnten wir nämlich endlich weitermachen. Ich habe die Schwierigkeit so gelassen. Ich habe die Schwierigkeit nicht runtergestellt. Ja. So. Dann gucken wir jetzt mal. Ich hoffe, wir schaffen es jetzt auch wieder so schnell. First Try wäre natürlich nice. War natürlich klar, dass ich es genau da schaffe. Jetzt schaffe ich es wahrscheinlich wieder oft nicht. Wir gucken einfach mal. Das ist, was ich meine. Jetzt brauche ich halt Glück, dass der mir das zeigt. Habe ich leider kein Glück gehabt. Aber das muss man dann natürlich auch treffen, ne? Aber ich habe jetzt auch ein bisschen mehr das Ausweichsystem und sowas drin, ne? Weil ich ja das letzte Spiel... weil ich das Spiel ja jetzt letztens wieder wunderbar gespielt habe. So, jetzt haben wir das nämlich auch getroffen. Das ist so geil.
verdammt. Okay, ja, natürlich, der First Try wird's nicht. Aber wir geben uns Mühe. Das war das, die Folge hinkriegen. Hätte mich aber auch gewundert, so, das können wir jetzt überspringen. Das ist jetzt nicht ganz so wichtig. Stimmt, ich habe auch den Schild natürlich ein bisschen verstärkt. Okay, nee. Verkackt. Muss aber auch ein bisschen mehr Zeit lassen. Klar, versteck halt deine Dings, ne? Bingo. Wow, okay, ha. So, wisst ihr was? Dann mal nehme ich den da. Au. Oh, hat ja was gebracht. Hat ja was gebracht. Okay, das habe ich ein bisschen jetzt. Verkackt. Jetzt habe ich dich nämlich durchschaut, du Pisser. Das, wieso reagiert mein Stick denn nicht? Er erwischt mich schon wieder beim Ausweichen und das so kurz. Ach, Mann, Alter. Es regt mich. Das regt mich jetzt auf, dass das so knapp war. Das hätte eigentlich jetzt klappen sollen. Ja, er wollte es nicht. Aber er hat Fisch. Ich hab mir den,
Ja, ohne diese Zeitverlangsamung konnte man es auch gar nicht schaffen, ne? Aber siehst du auch, was ich meine? Wenn du triffst, dann... Hallo. Wow, Alter, was... Warum... wieder falsch mache. Irgendwie kämpft er jetzt anders als letztes Mal. Ach. Es war, weißt du, ich habe auch mit nichts anderem gerechnet. Weißt du, ich schaffe es first try, wo ich es gebraucht habe, und jetzt hänge ich wieder. Das regt mich einfach auf, ne? Hier ein bisschen langsamer machen. Bringt ja wieder super viel. Oh, die Steuerung auch schon wieder, ne?
schon wieder Doppelschaden. Naja, ich hatte mir ja noch die Folge Zeit genommen, aber wie es aussieht, schaffen wir es nicht mal mehr dann. Kämpfe dauern aber auch immer so lange. Das regt mich halt so auf. Ah, weißt du, bring mich doch gleich wieder um. Es ist halt, weißt du, ich weiche aus, er trifft. Das ist immer noch das, was mir nicht passt. Ich weiß nicht, was bei diesem einen Try der Schlüssel war, warum das sofort geklappt hat. Aber es stört schon mies, ne? Immer noch Schaden, ne? Konzentrieren, wir haben noch eine Pflanze zum Wiederheilen. Seh mir nicht. Wenn das jetzt nichts wird, dann raste ich aus.
du willst oder nicht. Nein! Tötest mich jetzt nicht, ne? Uff, Alter. Ja. Yeah. Alter, das war mir aber nochmal. Es musste natürlich nochmal so knapp werden, ne? Klar. Alter. Aber es hat doch noch geklappt in der Folge. Alter, das war immer noch so knüppelhart, aber wir haben jetzt wenigstens einigermaßen das rausgekriegt. Das mit dem Pfeil langsamer schießen und so ist auch auf jeden Fall eine sehr gute Bereicherung. Sehr gut, dass wir den Effekt haben. Andernfalls wüsste ich nicht, wie wir das hätten schaffen können. Bin ich auf jeden Fall froh, dass ich das geskillt habe. Und ich würde sagen, wie es weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge. Danke wieder fürs Zuschauen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.